Wo tut sie Ihnen weh? Где именно у вас боли? Мне кажется, это где-то внизу живота. Хотя один раз мне казалось, мне была боль посередине где-то живота. Вот если живот где-то здесь, мне кажется, я когда нервничаю, мне кажется, что мне болит. Так что, наверное, мне не болело, поэтому, ну да, вот эта боль, про которую я говорю, это внизу живота. Im unteren Teil des Bauches. Und wo genau? So mehr in der Mitte oder an den Seiten? А где именно больше по сторонам или посередине у вас болит? Ну вот если, да, если взять низ живота, то это скорее, ну хотя сложно так сказать, но скорее внизу живота. Im unteren Teil des Bauches. Und seit wann ist das so? И с каких пор у вас эти боли? Ну, наверное, не знаю. Мне казалось, что началось все недели две назад. Хотя, если так вспомнить, еще два месяца назад был день рождения моей тети. Это было 27 октября. Это было, да, два месяца назад, значит, скорее всего, два месяца назад. Vor ungefähr zwei Monaten. Und tut das immer gleich weh oder tut das seit zwei Monaten gleich doll weh oder ist das mal mehr und mal weniger? А эти два месяца, это всегда похожие боли или бывает? Irgendwie sind die Übersetzungen viel kürzer als die Antworten der Patientin. Dolmetscht sie wirklich alles oder lässt sie da einfach die Hälfte aus? Spreche ich sie jetzt drauf an? Ich will sie ja auch nicht kritisieren. Aber es ist doch wichtig, dass sie wirklich alles übersetzt, was die Patientin sagt. Also mal war es ein bisschen, vor einem Monat waren es sehr starke Schmerzen und dann wiederum keine. Und hat das irgendwas mit ihrem Monatszyklus zu tun? Tut das irgendwie vor der Regel mehr weh oder in der Mitte? Это как-то связано с вашим циклом? Бывает такое, что перед месячными особенно болит или после? Das Gefühl, nicht alles mitzubekommen, kann stark irritieren. Die einzige Möglichkeit, den Grund für das Verhalten der Dolmetscherin zu erfahren, ist, sie direkt darauf anzusprechen. Я думала, только один раз вот она совпала, и это никак не связано. Поэтому это обычные боли. Das hängt nicht mit dem Monatszyklus zusammen. Ich muss mal fragen, sie antwortet immer so lang und sie übersetzen das immer so ganz kurz. Ich würde schon gerne wissen, was sie alles sagt. Она меня спрашивает, почему... Die rücksichtsvolle Intervention stärkt sie in ihrer Rolle. Sie machen deutlich, dass sie darauf angewiesen sind, alle Aussagen vollständig nachvollziehen zu können. Als Frage oder Bitte formuliert, geben sie der Dolmetscherin die Möglichkeit, die Situation bzw. ihr Verhalten zu erklären. Achten Sie darauf, dass Ihre Frage an die Dolmetscherin und auch deren Antwort verdolmetscht werden. Ja, okay, danke. Dann gehen wir dann mal zum Untersuchung rüber, ne, damit wir mal gucken können, was da los ist.